heiß. Unser Feind im Operationsgebiet bestätigt. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier bei LeonX. Ja. Und heute spiele ich das erste Mal in der Aufnahme Infinity Warfare. Ich bin ehrlich, ich habe schon ein bisschen gespielt, aber ich bin noch nicht so weit gekommen. Ich habe auch nicht so viel gespielt. Zum Beispiel ist das gerade schon wieder eine Map, die ich überhaupt noch nicht kenne, der ich noch nie gespielt habe. Da ist doch einer. Wirklich das Einzige, was ich bis jetzt gespielt habe, war wirklich am Freitag einmal ein bisschen, als ich das Spiel abgeholt habe, aber auch nicht wirklich viel. Nur so ein, zwei Runden vielleicht. Zusammen mit Leon. Und am Samstag gar nicht, weil da war ich auf dem Geburtstag vom Zecke, Patrick eingeladen. Hier gibt es das Play. Und ja, ich sag mal, wenn ich mich entscheiden muss zwischen aufnehmen und Geburtstag feiern, dann ziehe ich den Geburtstag vor. Tut mir leid, aber da bin ich doch ein Kumpel. Wir haben die Führung verloren. Von daher hatte ich so was zu. Also ich hatte ja sowas zu tun. Da war nicht wirklich viel los und ja, ich habe noch mit Markus ein paar Einstellungen am Rechner gemacht. Der Modus, den ich spiele, ist Standard Team Deathmatch. Feindliche Drohne. Und ich habe hier noch nicht so viel Erfahrung, aber von der Grafik her erinnert es mich so ein bisschen an Advanced Warfare. Ich weiß auch nicht wieso. Flucht. Ich bin mal ehrlich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer am Anfang. Am Anfang eigentlich neue Call of Duty Teils. Dann wenn ich den gerade teste. Das ist immer so, das tut mich immer ein bisschen schwierig am Anfang. Aber vielleicht ist das auch der eine oder andere von euch. Naja, ansonsten heute, wie ihr schon gesehen habt, bin ich allein. Aber die nächste Aufnahme habe ich vor, zusammen mit dem Leon zusammen zu machen. Also mit dem Bade. Oh, das kann doch nicht sein. Der hat übrigens jetzt auch einen Kanal. Werde ich jetzt das erste Mal in die Videobeschreibung packen. Und ja, soweit erstmal zu den Infos. Ja, ansonsten, ich finde das Spiel eigentlich sehr gut gemacht. Gefällt mir. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, das wirklich zum festen Programm zu machen. Dafür ist nicht mehr so gut. Nee, das kann man nicht sagen. Aber das ist, wie es bei Call of Duty nun mal ist, irgendwas packt einen immer ab. Bei Call of Duty. Nein, das kann nicht sein. Feindliche Drohne in eurer Nähe. Was so ein bisschen, was ich erst nicht ganz gecheckt habe, das war mit den besonderen Fähigkeiten. Also, was ich jetzt bei Black Ops 3 sagen würde, mit den Spezialisten. Das hatte ich nicht so ganz kapiert. Aber jetzt habe ich es mittlerweile ganz gut gecheckt. Ich bin sowas gut dabei. Ich habe erstmal den Standard genommen. Ähnlich wie wie die Rente beim Reaper, muss ich sagen. Hält sich auch ein bisschen so ähnlich. Ich kann es ja gleich einmal zeigen. Gut, ist gerade vollgeladen. Das heißt, wenn ich dazu komme, es einzusetzen. Ist ja auch immer so eine Sache. Auch bei Black Ops 3 ist es ja immer so die Sache gewesen. Ja, soll ich jetzt einsetzen, soll ich nicht einsetzen? Kann ich jetzt einsetzen? Lohnt sich das noch? Etc. 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 Ja, das kann doch nicht sein! Aber ich denke, ich werde ihn jetzt gleich mal einsetzen. Und so sieht er aus. Das kann doch nicht sein. Also wie gesagt, ein bisschen Ähnlichkeit da. Ein bisschen erinnert mich das dann ehrlich gesagt an die Wände. Komm, Fall. Was mich und den Leon beim ersten Mal so abgefuckt hat, was wir gesagt haben, wenn man einen Zweikampf anfängt, dann verliert man den meistens. Aber das ist nur, wenn wir jetzt einen Zweikampf anfangen. Wenn die Gegner einen Zweikampf anfangen, dann gewinnen die den komischerweise immer. Aber sobald wir einen anfangen, dann verlieren wir immer. Schade. Wow.
Warum? Der Feind hat eine Konterdrohne gestartet. Wo? Komm, Fall! Ja! Ganz raus, aber ich habe jetzt hier, hör auf zu schießen, voll Idiot. Das mit dem als Zweitgranate, also als Sekundärgranate, habe ich jetzt so eine Art Aufspürer und als als Primärgranate so eine Art Feuerplasmagranate. Ich nenne es mal so. Oh ja, mit der Sekundärgranate kann ich ein bisschen mehr anfangen. Ich finde die auch ehrlich gesagt besser. Man kann dann wirklich im Prinzip wie so eine kleine Mini-Drohne, man kann sehen, wo der Gegner ist. Es gibt natürlich einige Vorteile. Ich habe immer nur so Sauschiss, dass die von hinten kommen. Aber wie das bei der Sekundärgranate immer ist, ist die, hat man nur zwei maximal davon. Und irgendwann ist dann auch vorbei. Aber naja. Ich komme hier immer ganz gut damit klar. Ich denke, ich werde das auch noch weiterhin so lassen. Mal schauen, vielleicht kommt noch was Besseres, vielleicht sowas wie eine Schocklage über Black Ops 3 oder so eine Stolperfalle. Womit ich ja übrigens auch immer gespielt habe bei Black Ops 3. Und ja gut, wir haben verloren. Aber ich bin noch positiv. Naja. So, wie bist du bei mir? Wir haben zwar verloren, aber immer noch positiv. Und wenn ich mir so die unteren beiden angucke, grauenhaft. Naja, und das finde ich übrigens auch noch recht nice bei Infinity. Da steht jetzt das komplette Team vorne und nicht nur die drei Besten. Also ich finde, das haben die echt gut gemacht. So, ja, hier gibt es jetzt auch keine langen Übertragungen wie bei Black Ops 3. Von daher ist das Spiel auch jetzt direkt schon zu Ende. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da und auch gerne ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei den anderen Kanälen vorbei. Stehen alle unten in der Videobeschreibung. Jetzt auch der Kanal von Leon, also von BartXD. Mit dem werde ich dann hoffentlich das nächste Infinity-Video drehen können. Ansonsten, schaut mal bei denen vorbei, lasst den Abo da. Und dann sage ich mal, bis dahin. Wir sehen uns. Ich wünsche euch was.